Und damit herzlich willkommen zu diesem Glitch Data Mosh Tutorial. Für diese Art von Glitch brauchst du einen Video Editor, der auch wirklich zulässt, dass dein Video richtig zerstört wird, und den findest du unten. Ich nutze hier Avidimax, was ein kostenloses Tool ist, um Video Frames zu bearbeiten. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Data Moshing: iFrame und P-Frame Data Moshing. Und damit du verstehst, von was ich hier rede, hier ein kurzer Abriss über Videokompression in der Theorie. Grob gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Arten, in denen Videos gespeichert werden. Einmal sind das die All-I-Codecs und das andere sind die Videokompressionsmethoden. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen: All-I-Formate wie zum Beispiel RAW, ProRes, DNX, HR speichern jedes Bild einzeln ab, was natürlich zu einer immensen Datenmenge führt. Aber da es früher noch nicht so große Speichermedien gab, musste man Videokompression erfinden, um quasi den limitierten Speicherplatz auszureizen. Und da wurde die IPBFrame-Methode entwickelt, die halt quasi ein Bild schießt und danach mehr oder weniger Pixel-Instruktionen wie eine Word-Datei hat, die halt quasi sagt, wie sich Pixel bewegen. Und wenn man jetzt diese Instruktionen verändert, dann kann es dazu führen, dass du dein Video-Footage beschädigst und damit diese Art von Glitch-Effekten erzeugst. Deswegen funktioniert diese Art von Glitch nicht auf All-I-Formaten, sondern halt nur auf videokomprimierten Footage. Damit du die zwei Data-Moshing-Arten, nämlich iFrame und P-Frame-Data-Moshing, verstehst, solltest du erstmal wissen, wie diese Videokompression funktioniert. In deinem Videostreifen gibt es die iFrames, die P-Frames und die B-Frames dazwischen. Die iFrames enthalten die wirkliche Bildinformation. Die P-Frames, das sind eine Schätzung, eine Bewegungsschätzung, wie sich das Bild von dem iFrame entwickelt. Und die B-Frames, das ist immer eine Kalkulation, wie es von dem P- oder iFrame zum nächsten P- oder iFrame gehen könnte. Und die zwei unterschiedlichen Arten von Data Moshing funktionieren wie folgt. Beim iFrame Data Moshing nimmt man den iFrame, also die echten Bildinformationen, an einem Videoschnittpunkt raus, weshalb die Bildinformationen, wie sich die Pixelmuster verändern über die P- und B-Frames, auf den ersten Clip übertragen werden. Und deswegen gibt es diese crazy Glitch Transitions, die halt wirklich erst dann überschrieben werden, wenn der nächste iFrame reinballert. Und beim P-Frame Data Moshing nimmt man die B-Frames, also die Zwischensequenzen, raus und ersetzt sie mit immer wieder gleichen P-Frame-Instruktionen, weshalb die Bewegung, die ein Pixelmuster hat in dem P-Frame, dann auf einmal in sich selbst verwischt. Das bedeutet, iFrame Data Moshing ist vor allen Dingen an Schnittpunkten und Transitions gut, während P-Frame Data Moshing für Data Moshing innerhalb eines Clips vor allen Dingen geile Effekte erzeugen kann. Aber wie macht man das jetzt? Starten wir zuallererst mit iFrame Data Moshing. Ich bin jetzt hier in DaVinci Resolve, aber du kannst es in jedem Schnittprogramm machen. DaVinci Resolve ist free und du kannst hier jetzt einfach hingehen in die Deliver Page und das Ganze einmal rendern. Diese H264 Datei möchte ich jetzt in Avidimax reinholen. Also öffne ich mir Avidimax und das erste, was wir hier machen wollen, ist das Ding hier importieren und bei allen Pop-ups immer Nein sagen, weil wir möchten dieses Frame Reordering nicht machen. Und wir möchten uns diese H264-Komprimierung erstmal umschreiben in ein XVID-Format. Deswegen wähle ich hier oben XVID aus und kann das hier noch konfigurieren. Unter Frame kann ich mein iFrame-Intervall bestimmen. Und wenn du besonders lange Glitches haben willst, dann stellst du das auf einen hohen Wert, wie zum Beispiel 500 oder 999.999. Aber meine Clips sind keine 500 Frame lang. Du siehst hier unten, ich habe 243 Frames insgesamt. Ich klicke auf OK und kann mir das ganze Ding jetzt speichern unter File, Save as Video, und das wird unser iFrame und dann Pre-Mosh. Ich benenne das immer in Pre-Mosh und Post-Mosh, damit ich die zwei Dateien auseinanderhalten kann. Und das klicke ich auf Speichern. Und die Datei, die wir jetzt rausgerendert haben, das ist nur eine Zwischendatei, damit wir auf diese iFrame und P-Frame und B-Frame-Geschichte zugreifen können. Und die wollen wir jetzt wieder reimportieren in Avidimax. Dazu klicke ich hier oben auf File, Open, und dann sagen wir hier unseren Pre-Mosh-Clip.
Und das, was wir jetzt noch machen wollen, ist hier oben auf Copy stellen, damit er auch die I-Frames, P-Frames und B-Frames, die wir jetzt erstellen und löschen, auch übernimmt. Du siehst hier unten, ich habe 243 Frames und da ich jetzt hier ein paar Schnitte habe, werden es am Ende weniger Frames sein. Du siehst auch hier unten, das hier ist ein I-Frame. Wenn ich mit der Pfeiltaste nach oben klicke, springt er zum nächsten I-Frame. Wenn ich die Pfeiltaste nach rechts und links drücke, dann springt er immer zwischen den Frames und du siehst hier, es wechseln sich immer P- und B-Frames ab. Und das, was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten alle I-Frames außer den ersten löschen. Also gehe ich zum ersten I-Frame, klicke einmal nach oben, einmal einen Endpoint setzen, ein Frame weitergehen mit rechter Pfeiltaste, dann den Outpoint markieren und entfernen klicken, dann wieder nach oben klicken und Rinse and Repeat Endpoint wählen, einmal nach rechts klicken, Outpoint wählen, entfernen und das machen wir jetzt so durch. Und damit habe ich nur noch, wenn ich nach oben und unten drücke, nur noch diesen einen I-Frame und dazwischen nur noch P- und B-Frames. Das Ganze wollen wir uns jetzt speichern unter File, Save Video und das Ganze möchte ich mir speichern als I-Frame Postmosh AVI. Du kannst dem Ganzen auch einen Namen geben, aber ich würde immer Postmosh dazu schreiben, damit du weißt, was gemoscht ist und was nicht. Und wenn der uns nach Smart Copy fragt, klicken wir auf Nein. Diese Postmosh-Datei kann ich allerdings nicht einfach so in DaVinci reinziehen, weil sie gebrochen ist und DaVinci deswegen nicht lesen kann. Das heißt, ich muss sie transkodieren und dafür nutze ich Handbrake. Einfach in Handbrake reinziehen, was ein kostenloses Transkodierungsprogramm ist. Eine Browser-Source suchen, wo du dir das Ganze hinspeichern willst, als MP4. Wichtig ist, dass du unter Video deine Bildfrequenz, die du original hattest, hier auch einstellst. Also wenn du in 50 FPS gerendert hast, dass du das ja auch in 50 FPS nimmst oder wie ich hier in meinem Fall 25. Dann möchtest du hier unten auf Warteschlange hinzufügen und Warteschlange rendern klicken. Und damit bekommen wir hier unsere Postmosh MP4, die wir jetzt in DaVinci reinziehen können. Und da wir ja Frames gelöscht haben, ist das am Ende pro Schnitt ein Frame kürzer. Deswegen behalt das im Hinterkopf. Und hier noch ein paar grundsätzliche Tipps für iFrame Data Moshing. iFrame Data Moshing an Schnittpunkten ist vor allen Dingen dann geil, wenn der zweite Clip eine langsame Bewegung hat in eine Richtung. Also vor allen Dingen für Drone Shots ist das geil oder für Zoom-Ins. Aber lass uns doch einmal die P-Frame-Variante von Data Moshing anschauen, die vor allen Dingen innerhalb eines Clips und nicht an den Schnittpunkten geil ist, wenn dein Clip coole Bewegungen hat. Das hier ist jetzt der Clip, den ich P-Frame Data moschen will. Und dazu suche ich mir schon mal eine Bewegung aus, die interessant ist. Vor allen Dingen hier diese Stelle, wo er so vibet, ist es super gut, den einzusetzen. Das rendere ich mir wieder raus. Und in den Vidamax möchte ich dieses File natürlich öffnen, also mein P-Frame Data Mosh Render öffnen. Und jetzt möchte ich natürlich wieder auf Nein klicken. Und wenn er mir das jetzt eröffnet, möchte ich hier von Video, von Copy auf Exvid stellen, um mir auch wieder die P- und B-Frames zu separieren, um die auch wirklich bearbeitbar zu machen. Und das Ganze wollen wir uns als Pre-Mosh speichern und hinten statt MOV.AVI nehmen. Speichern. Jetzt speichert er uns das und das wollen wir auch wieder in Vidamax öffnen, um die P-Frames und B-Frames bearbeiten zu können. Also hier wieder auf File Open. Und ich nehme mir hier mein Pre-Mosh und das öffne ich. Hier möchten wir jetzt wieder von Exvid auf Copy stellen, damit er auch die Frames übernimmt. Und wir gucken uns mal hier unten an. Wir haben 122 Frames. Das bedeutet, wenn das Ding am Ende genauso lang bleiben soll, dann merkt ihr diese Nummer hier unten. Und ich gehe jetzt quasi mit den Pfeiltasten zu dem Punkt, an dem die Bewegung stattfindet, zum Beispiel den hier, und suche mir den nächstbesten P-Frame. Klicke hier auf Endpoint. Gehe mit rechts ein Frame weiter, setze einen Outpoint und mit Steuerung C kopiere ich mir diese Bildinstruktionen und kann die jetzt neu einfügen. Ich bin jetzt hier auf einem B-Frame und möchte hier einfach mit Steuerung V meine Bildinstruktionen einfügen. Damit habe ich einen P-Frame eingefügt, der quasi das gleiche Ding an Bildinformationen abspielt wie der vorherige. Das multipliziere ich jetzt. Also einfach eins nach rechts gehen zum nächsten B-Frame und das mit Steuerung V einfügen. Und du siehst hier unten, der erhöht meine Frame-Anzahl. Das bedeutet, am Ende werde ich mit mehr Frames rauskommen, als ich eigentlich hatte. Aber das kann man auch korrigieren. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter. Immer Rinse and Repeat
einmal nach rechts klicken, Steuerung V, einmal nach rechts klicken, Steuerung V, einmal nach rechts klicken, Steuerung V und aufpassen, dass man das nicht zu oft hintereinander macht, weil Levitimax stürzt gerne dabei ab, wenn man das zu schnell hintereinander macht. Und du siehst, ich habe jetzt hier eine Sekunde, also 25 Frames bei mir hinzugefügt und jetzt kann ich diese 25 Frames mehr oder weniger runterkürzen, indem ich mir jetzt beim nächsten B-Frame einen Inpoint setze und dann dieselbe Anzahl, die ich jetzt hinzugefügt habe, nach vorne gehen, also 25, jetzt einen Outpoint setze und dann ganz einfach auf Entfernen drücke. Und damit bin ich bei meinen 122 Frames, die ich am Anfang wieder hatte. Damit ist mein Video am Ende wieder genau gleich lang. Aber ich habe jetzt hier diese enorm lange Strecke an B-Frames, die mir quasi die letzte Bewegung wiederholen. Und daher kommt der Glitch. Und das Ganze möchte ich jetzt unter File, Save Video, exportieren als Postmosh, speichern. Und wenn ihr uns Smart Copy fragt, wieder Nein sagen. Und wenn wir uns den Postmosh angucken, dann sieht das so aus. Und dieses Postmosh-File können wir natürlich nicht in DaVinci Resolve importieren, weil das beschädigt ist. Und deswegen jage ich das einfach nochmal durch Handbrake und speichere mir das ab. Und diese P-Frame Postmosh MP4, die kann ich mir dann jetzt wieder hier reinziehen und habe damit meinen Clip gemoscht. Und wenn du noch mehr Glitch-Effekte für DaVinci Resolve wissen willst, dann schau dir dieses Video an. Da habe ich dir auch free Presets mitgegeben für geile Glitches in DaVinci Resolve. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Keep moshing.